Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder einen Tag für euch und zwar mache ich heute den Protagonisten-Tag von der lieben Being Sandra oder Sandra. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, ob ich sie Deutsch oder Englisch aussprechen soll, aber ich nehme mal an, sie heißt eigentlich Sandra. Also ich sage jetzt einfach mal Sandra. Und ja, die liebe Sandra hat diesen Tag ins Leben gerufen und hat mich netterweise dazu getaggt. Und deswegen dachte ich, ich mache diesen Tag doch mal für euch, denn es geht hier in diesem Tag nur um Protagonisten und um die Vorstellung beim Lesen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Frage Nummer 1. Stellst du dir Protagonisten in deinem Kopf vor? Wenn ja, gibt es immer Ähnlichkeiten oder sehen sie jedes Mal komplett anders aus? Ja, das unterscheidet sich bei mir immer von Buch zu Buch. Ich habe immer das Problem, oder was heißt Problem? Es ist bei mir halt einfach immer so, dass der Love Interest in einem Buch, ich lese ja nun mal hauptsächlich Jugendbücher und Liebesromane, und der Love Interest sieht bei mir immer gleich aus. Immer. Immer sieht der gleich aus. Es ist nie optisch immer 100% derselbe Mann, aber es ist immer derselbe Typ. Und dieser Typ sieht einfach immer gleich aus. Ich habe auch mit Annika schon mal darüber mich unterhalten, ich habe nie ein vollständiges Gesicht beim Lesen. Also ich weiß, wie die Augen aussehen, ich weiß, wie die Nase aussieht, ich weiß, wie das Kinn aussieht, aber ich kriege das nie so in ein Gesicht gepackt. Bei manchen Büchern ist es natürlich auch so, dass ich mir sofort einen Schauspieler oder irgendwas zu diesem Protagonisten oder zu diesem Love Interest oder zu diesem Mann, was auch immer, vorstellen kann. Wie zum Beispiel bei Stay With Me von Jennifer Armentrout oder Jaylin war es halt so, dass ich wusste, dass Jax aussieht wie Theo James. Und deswegen sah Jax das ganze Buch für mich aus wie Theo James. Ich mag Theo James im Übrigen. Falls ihr jetzt nicht wisst, wer das ist vor von der Bestimmung aus dem Film. Oder wenn man halt auch den Autoren auf Instagram, Facebook oder sonst wo folgt, die posten ja auch öfters mal Fotos von ihren Charakteren, wie die sie sich vorstellen beim Schreiben und so. Und dann lasse ich mich davon auch unterbewusst beeinflussen und dann sieht der Charakter schon mal ganz schnell aus in meinem Kopf, wie auf diesem Bild, was ich irgendwo im Internet gesehen habe. Bei dem ersten Teil von den Hartwell Love Stories, Cooper sah bei mir die ganze Zeit aus wie... Wie hieß er denn jetzt noch gleich? Gerard Butler. Dieser Mann sah einfach die ganze Zeit aus wie Gerard Butler, weil ich halt vorher wusste, dass er aussieht wie Gerard Butler. Also ich lasse mich durch sowas auch gerne beeinflussen. Also im Prinzip sind die Charaktere schon jedes Mal anders aus, aber auch irgendwie immer gleich, was die Männer betrifft. Bei den Frauen und den ganzen Nebencharakteren bin ich da komplett irgendwie offen. Da mache ich mir jedes Mal ein neues Bild, wenn die Person beschrieben wird, dann nehme ich mir das an und dann... Logischerweise ziehe ich auch automatisch Vergleiche in meinem Kopf zu irgendwelchen Personen, die ich vielleicht kenne. Das müssen jetzt nicht zwingend Schauspieler sein, das können auch Models sein oder irgendwelche Bilder, die ich im Internet mal gesehen habe. Also da versuche ich mir so irgendwie anhand dessen so eine Verknüpfung aufzubauen, dass ich da irgendwie ein Gesicht dazu habe. Aber die sehen dann schon jedes Mal anders aus. Also ich habe wirklich immer nur das Ding, dass bei mir der Love Interest immer der gleiche Typ Mann ist. Und wenn ihr in den letzten Wochen und Monaten aufgepasst habt, wisst ihr genau, auf was für ein Typ Mann ich stehe. Also brauche ich dazu jetzt, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Wie gesagt, im Prinzip, was die weiblichen Charaktere und die Nebencharaktere betrifft, die sehen bei mir jedes Mal komplett anders aus. Aber der Love Interest irgendwie immer schon gleich. Tada! Zweite Frage. Gibt es Schauspieler oder andere Personen, die in deinem Kopf, während du liest, immer wieder als ein Charakter auftauchen? Nein. Also während des Lesens nicht. Also ich baue mir am Anfang eines Buches, einer Geschichte, da kriegen die von mir ein Aussehen verpasst. Und das kann jetzt ein Schauspieler sein, was weiß ich, Ian Somerhalder, Paul Wesley oder Vin Diesel oder was weiß ich denn, ne? Also was halt gerade zu diesem Typ Charakter passt. Die kriegen von mir ein Aussehen verpasst. Das muss jetzt, wie gesagt, kein Schauspieler sein. Das kann auch ein Model sein oder irgendein anderes Bild, was ich irgendwo mal gesehen habe oder halt was ganz anderes. Und ich baue mir das selber in meinem Kopf und dann sehen die so aus. Und dann schleicht sich nicht irgendwann während des Leseprozesses noch ein anderes Bild bei mir ein. Also das habe ich gar nicht. Also wenn ich einmal weiß, wie die aussehen, dann sehen die so aus und dann ist das Thema für mich auch irgendwie erledigt. Ja, also einschleichen tut sich da nichts. Ich lege mir das am Anfang fest und dann... Ist das so? Ich ziehe das dann bis zum Ende mit denen durch. Dritte Frage. Bei welcher Buchverfilmung wurden deine Vorstellungen zu einem Protagonisten zerstört? Die Tribute von Panem? Ja, das ist so... Wie soll ich das jetzt sagen? Ohne, dass ich jetzt das blöd anhöre. Aber Peter Mellark. Ich finde... Wie heißt der Schauspieler Josh? Okay, ich habe gerade mal gegoogelt, es ist Josh Hutcherson, also Peter Mellark aus Die Tribute von Panem. Ich finde, er passt rein optisch schon irgendwie in die Rolle,
Aber irgendwie ist der mir einfach zu klein. Ich weiß, es wurde im Film immer versucht auszugleichen, weil Katniss, jetzt Jennifer Lawrence, ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie extrem groß ist oder einfach extrem klein, aber die haben das im Film schon versucht auszugleichen. Aber wenn man einmal ein Behind the Scenes gesehen hat oder die zusammen auf dem roten Teppich gesehen hat und gesehen hat, dass dieser Typ einfach mal einen Kopf kleiner ist als sie, da geht das nicht mehr. Also das, nee, also Peter hat für mich so auch null zu Katniss gepasst, rein optisch in den Film. Und da wurden meine Vorstellungen von Peter schon zerstört. Also da hatte ich ein ganz anderes Bild im Kopf. Also wie gesagt, so vom Gesicht und von den Haaren und das hat alles schon gepasst, aber für mich hat einfach diese Körpergröße so null funktioniert und das hat für mich das ganze Bild irgendwie kaputt gemacht von Peter Mellark. So ein bisschen vielleicht damals bei Twilight, Jacob Black. Ich fand Taylor Lautner einfach immer der... Das war einfach nicht mein Jacob. Für mich sah Jacob immer anders aus und er sah nicht aus wie Taylor Lautner. Nein, das ging einfach nicht. Also er war als Schauspieler an für sich, in der Rolle war er okay, aber er war halt nie mein Jacob. Also ja, also da hat mich das auch schon so ein bisschen zerstört. Und ich meine, Robert Pattinson im ersten Teil fand ich den als Edward ja noch ganz cool. Da haben die den noch ganz gut geschminkt und alles. Aber dann so im zweiten und dritten Teil, da passte das irgendwie alles gar nicht mehr zusammen. Im vierten ging es dann irgendwie wieder so ein bisschen. Und ich weiß nicht, also Edward war jetzt auch nicht so die 100% tausendfache Idealbesetzung. Also wie gesagt, im ersten Teil fand ich Robert Pattinson damals wirklich gut. Da hat er mir gut gefallen, rein optisch. Aber ich muss sagen, ich habe damals den ersten Film gesehen, bevor ich die Bücher gelesen habe. Also vielleicht hängt es auch damit zusammen, ich weiß es nicht. Aber ja, das war so dann so, wenn man so heute nochmal rückblickend darüber nachdenkt, auch nicht so vielleicht die tausendfach idealste Besetzung. Ich weiß es nicht. Und ja... Was für mich auch gar nicht ging, war, Sina wird mich jetzt hassen, wenn sie das sieht, aber für mich ging gar nicht bei der Verfilmung von den Chroniken der Unterwelt, City of Bones, Jamie Campbell, Bauer, wie heißt er? Ja, ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Oh, den fand ich ja ganz gruselig in der Rolle. Das ist einfach so überhaupt nicht mein Typ, Mann. Also da gehe ich so gar nicht, oh, das geht gar nicht bei mir, der Typ... Der geht einfach nicht bei mir. Den finde ich null attraktiv oder schön oder irgendwie hübsch oder... Der geht so gar nicht an mich und der war dann für mich auch nicht so die Idealbesetzung von Chase. Also, nein, ich meine, ich fand das Buch ja auch schon nicht gut. Den Film fand ich eigentlich ganz cool, aber der hat für mich auch irgendwie so überhaupt nicht da reingepasst. Sina, es tut mir leid, aber ich musste das jetzt an dieser Stelle nochmal sagen. Von mehr fällt mir jetzt auch wirklich nicht ein, also, nein. Viertens, wen hast du, was, wo bin ich denn? Wen hast du aktuell bei deinen Büchern, die du gerade liest, im Kopf? Niemand Bestimmtes, also... Ich habe, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich immer in etwa einen Typ Mann bei dem Love Interest immer den gleichen habe. Das ist jetzt aber nicht immer unbedingt ein Schauspieler oder irgendwas, aber das geht, wie gesagt, in diese bestimmte Richtung Mann, die ich halt gut finde. Wie gesagt, wenn ihr in den letzten Wochen und Monaten aufgepasst habt, wisst ihr genau, wie dieser Typ Mann aussieht. Und ja, aber ansonsten direkt jemanden im Kopf habe ich nicht. Denn wie gesagt, ich habe jetzt mal abgesehen vom Love Interest sowieso immer komplett verschiedene Menschen im Kopf. Die sehen bei mir immer anders aus, aber... ja, einen bestimmten Typ, den ich jetzt gerade, wenn ich heute aktuell lese, habe ich nicht im Kopf. Also ich lese gerade heute aktuell Frost wie Schatten, habe ich heute angefangen. Und das ist ja eine High-Fantasy-Geschichte. Und da muss ich sagen, habe ich so überhaupt keinen Schauspieler im Kopf. So überhaupt niemanden. Also die sehen bei mir alle so komplett eigen für sich aus. Also ja, da gibt es niemanden bestimmten im Moment. Fünftens, was magst du an Charakteren im Buch ganz besonders und was kannst du überhaupt nicht leiden? Was ich besonders mag? Ja, gute Frage. Es kommt immer, glaube ich, auf die Gesamtsituation in einem Buch an. Also ich mag es, wenn Charaktere stark und tough sind. Oder ich lese ja viel Jugendbücher, was so für Mädchen eher angehaucht ist. Wir haben ja meistens eine Protagonistin. Nehmen wir zum Beispiel mal Angel Fall. Ich fand, dass Penryn als Protagonistin da total cool war. Die war total kickass. Die hat sich nichts sagen lassen. Die war so in Haut drauf. Das fand ich ganz, ganz toll. Aber wiederum muss ich auch sagen, fand ich Charlotte bei Rock Kiss ganz, ganz toll, weil sie war am Anfang so ein richtig kleines, schüchternes Mäuschen. Sie hat sich nichts getraut, sie hatte vor allem und jedem Angst und das konnte man auch nachvollziehen, warum sie so empfunden hat. Also ich konnte das gut verstehen aufgrund dieser Sachen, die bei ihr passiert sind. Und sie hat sich dann in diesem Buch weiterentwickelt. Sowas finde ich auch ganz, ganz toll, wenn sich so ein kleines, graues Mäuschen in der Geschichte entwickelt und dann wirklich zu einer starken Person wird und...
es muss jetzt nicht immer so eine extrem starke Person sein, aber wenn da so eine Person draus wird, die in sich ruht, die mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen hat, die das Leben jetzt so akzeptiert, wie es kommt, das finde ich halt ganz, ganz toll. Das Wichtigste ist, dass sich Charaktere in Büchern in einer gewissen Art und Weise immer weiterentwickeln. Also das muss jetzt nicht bei jeder New Adult sein, dass die Charaktere da eine übelste Entwicklung durchmachen, jetzt zum Beispiel bei Rockies 2. Da entwickelt sich ja Charlotte wirklich von so einem kleinen grauen Mäuschen zu einer schon stärkeren Persönlichkeit. Ich möchte jetzt nicht sagen, so einer richtig taffen Persönlichkeit, das nicht. Aber sie wird schon stärker und sie ruht am Ende auch in sich. Und das fand ich ganz toll. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ansonsten fände ich das natürlich auch gut, wenn Charaktere auch mal witzig sind und so lockere Sprüche drauf haben. Aber das muss dann wieder zu dem Charakter und zu der Rolle in der Geschichte passen. Also für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, dass das alles so gut zusammenspielt und dass die Charaktere auch gut zusammenspielen und dass das alles einfach gut ineinander greift und passt und dass das nicht aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Ja, das ist für mich, glaube ich, am wichtigsten. Und was ich überhaupt nicht mag, sind total aufgedrehte, überdrehte Charaktere, die immer den ganzen Tag so... Ich bin so toll und ich hatte 5 Tassen Kaffee heute zum Frühstück und ich bin ein Duracell-Häschen. Also sowas mag ich gar nicht, wenn die zu überdreht sind und zu aufgedreht und zu... Und ich mag es nicht, wenn Charaktere, also die so bösartige Menschen mag ich natürlich nicht. Es muss sie natürlich in den Büchern geben, das ist mir schon bewusst, sonst wäre es ja auch langweilig. Aber ich mag solche Boshaftigkeit einfach nicht bei manchen Personen. Aber es gehört zu den Büchern dazu, das ist mir schon bewusst, aber da denke ich mir dann immer so, ach, was seid ihr für dumme... Naja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, für mich ist, glaube ich, immer noch das Wichtigste, dass das mit den Charakteren funktioniert und dass sie gut ineinander greifen und dass das nicht irgendwie aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Sechstens, gibt es Protagonisten, die du ganz besonders mochtest und an die du noch oft denkst? Also es ist schwierig zu sagen, weil wenn ich so mal vor meinem Bücherregal stehe und mir die Bücher angucke, dann denke ich mir auch, der Charakter war toll und der Charakter war toll und der Charakter, den fand ich gut. Und also das kommt, glaube ich, jetzt drauf an. Also ich sitze jetzt nicht jeden Tag zu Hause und denke mir, oh, an wen hast du denn lange nicht gedacht? Nein, also ich glaube, das kommt dann so wirklich so in den Momenten, wenn du auch so einen Bezug zu irgendwas herstellen kannst, dass du dann in dem Moment vielleicht an einen Charakter aus dem Buch gedacht hast, weil du an das Buch gedacht hast oder so. Aber jetzt so richtig an Charaktere denken tue ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt so Situationen, wo einem das ins Gedächtnis kommt. Und wenn man halt so über bestimmte Dinge nachdenkt und wie gesagt, Charlotte und Gabriel, die sind für mich so mein Traumpaar, was das betrifft. Und an die denke ich manchmal. Ich möchte auch das Buch gerne eigentlich nochmal lesen. Müsste ich mal demnächst wieder machen. Es ist einfach so, so toll. Ha. Ja, aber ansonsten kommt das, was kommt. Und an wen ich denke, denke ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Siebtens. Mit welchem Protagonisten würdest du gerne im echten Leben befreundet sein? Auf jeden Fall mit Rysand. mit Rysand möchte ich gerne befreundet sein. Ich würde aber auch gern mit Josie befreundet sein von Götterleuchten, die mag ich ja total. Oder Alex, die mag ich. Also die beiden, das sind zwei ganz, ganz tolle Charaktere und mit denen wäre ich schon ganz gerne befreundet. Aber ich fand ja auch Deacon so toll, ne? Mit Deacon wäre ich auch gern befreundet, der ist so ein richtig toller Kerl. Oder Caleb aus der Dämonentochter, den fand ich auch ganz, ganz toll. Ach ja, ansonsten... Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich muss mal im Kopf mein Bücherregal so durchgehen, was da so rumsteht. Ich glaube, Scarlett, die hätte ich auch gerne zu Freundin von Wie Blut so Rot. Die fand ich auch ganz, ganz toll und Wolf war auch ganz, ganz toll. Also es gibt einige Charaktere aus Büchern, mit denen ich, glaube ich, gerne befreundet wäre, die ich eigentlich ganz cool finde und wo ich denke, dass das mit uns ganz gut als Freundschaft funktionieren würde. Aber mir fällt jetzt gerade auch nicht so viel ein, was jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm ist. Und hiermit wären wir bei der achten und letzten Frage. Lassen wir zum Schluss etwas die Fantasie spielen. Wenn du in ein Buch schlüpfen und eine Protagonist deiner Wahl sein könntest, wer wäre es und warum? So, also wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, wer ich wäre, wäre ich natürlich ein Mädchen. Ich bin ja auch ein Mädchen. Ich habe mir mal 3 Bücher rausgesucht zu dieser Frage, die mir so spontan, wo ich vom Bücherregal stand, ins Auge gesprungen sind. Und zwar zum einen wäre ich gerne Hayley von Rock My Dreams, weil Mike einfach so toll ist. Ich finde Mike so toll. Ich liebe Mike. Mike ist toll. Und Hayley studiert Tiermedizin. Also die mag ich auch als Charakter total. Mit der wäre ich auch gerne befreundet, glaube ich. Ja, und ich glaube, ich würde gerne einfach mal diese Geschichte aus Hayleys Sicht so richtig durchleben. Ich glaube, das fände ich ganz cool. Also Hayley wäre ich zum einen gerne aus Rock My Dreams. Dann habe ich mir als zweites ausgesucht, Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. Das ist eine High-Fantasy-Geschichte.
Aber ich liebe dieses Buch. Dieses Buch ist so toll und es ist einfach ein Traum. Und auch wenn Chamsin in diesem Buch wirklich schwere Prüfungen durchstehen musste, am Ende lohnt es sich ja auch. Und ich glaube, ich würde das Buch gern aus Chamsins Sicht einfach einmal durchleben. Einfach weil Winter Winter ist und ich stehe total auf Winter. Winter ist, oh, der ist so toll. Winter is so hard. Er ist so hard. Er ist toll. Also ich wäre gern einmal Chamsin und würde, glaube ich, der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, erleben aus Chamsins Sicht, auch wenn, wie gesagt, sie schwere Prüfungen in diesem Buch durchleben muss. Aber, ach ja, ich wäre gern einmal Chamsin. Einfach weil Winter so toll ist und weil ich diese Welt so mag. Und ich fand dieses ganze Drum und Dran einfach toll. Und ja, das dritte Buch, ihr werdet euch jetzt, es wird euch jetzt nicht überraschen. Ich wäre gern auch einmal in Prithian, Prithrian oder whatever. Und hier wäre es mir ehrlich gesagt sogar relativ egal, ob ich jetzt Fea wäre. Ich wäre auch mit Mor oder Amrin zufrieden. Oder Nesta finde ich auch ganz cool, weil dann würde ich Cassian abkriegen. Ja, also ein Charakter aus das Reich der Sieben Höfe wäre ich jetzt auch gerne. Also wie gesagt, hier muss es jetzt nicht zwingend Fea sein. Aber ich liebe diese Welt und ich finde es ganz cool und ich liebe diese Geschichte und ich würde da gerne so einen Blick reinwerfen können in diese Geschichte. Und ja, wäre gern ein Mitglied des inneren Kreises, sage ich jetzt mal, von Rhysand. Und ja, würde mir diese Welt gerne mal angucken. Und ja, fände ich ganz, ganz cool. Und ja, diese drei Bücher sind so die drei gewesen, die mir vorhin so als erstes ins Auge gesprungen sind, wo ich so über diese Frage nachgedacht habe, wenn ich ein Protagonist sein könnte, wer möchte ich denn gern sein? Und ja, das war es auch mit diesem Tag. Und ich weiß nicht, wer jetzt diesen Tag alles schon gemacht hat. Ich tagge jetzt einfach mal zwei, drei Leute in der Hoffnung, dass sie diesen Tag noch nicht gemacht haben. Natürlich können alle diesen Tag machen, die Bock auf diesen Tag haben. Das ist ja immer diese Regel. Ihr müsst nicht getaggt sein, um diesen Tag zu machen. Also wer Bock drauf hat, macht ihn. Und ja, ich tagge ansonsten Fräulein Annemie von Wörtern gefesselt, die liebe Sonja von Sonnige Bücher. Dann würde ich noch taggen die liebe Nina von Ninas Lesezeit. Wen tagge ich denn mal noch? Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, Steffi von Lady of the Books wurde getaggt. Ich weiß nicht, ob die liebe Janine von Empire of Books schon getaggt wurde. Die tagge ich jetzt einfach nochmal mit. Und ansonsten würde ich vielleicht die liebe Paddy nochmal taggen von Paddy Loves Books. Da würde mich auch der Tag mal interessieren. Aber ich vermute, sie ist bestimmt schon 100-mal getaggt worden. Aber ja, ansonsten fällt mir so spontan auch immer keiner weiter ein. Wie gesagt, wer den Tag machen möchte, ihr seid alle herzlichst getaggt und eingeladen, diesen Tag mitzumachen. Ich glaube, da freut sich die liebe Sandra auch. Und ja, ansonsten gibt es an dieser Stelle nichts hinzuzufügen, außer ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.